Servus und hallo zu einer neuen Ausgabe von Die Jugos. Mein Name ist Valentin Galic und mit meinem heutigen Gast spreche ich über Identitätskrisen. Wir Ausländer kennen den Begriff zu Genüge, doch ist nicht jede Krise auch eine Chance und können Krisen eigentlich auch witzig sein? Ich heiße Ina Jovanovic, komme ursprünglich aus Klagenfurt. Meine Mutter ist aus Bosnien, mein Vater aus Serbien und ich bin Comedian. Identitätskrisen, glaube ich, haben wir alle mal, aber du gehst mit deinen Krisen auf die Bühne. Was sind das konkret für welche? Einfach alles, was, glaube ich, im Leben irgendeine Krise darstellt. Ob es über Identitätskrisen sind, Stress mit den Eltern oder Dating oder auch die Krisen einer Frau, die man hat. Einfach wirklich alles, was im Leben passiert. Ich meine, wie lange machst du schon Stand-up-Comedy? Also meinen allerersten Auftritt hatte ich 2018. Und dann war dann halt immer so ein bisschen On-Off-Beziehung mit der Comedy. Plus halt dann Corona war dann auch mal 2 Jahre schwer. Aber ich würde schon sagen, so vielleicht wenn man insgesamt vielleicht 3-4 Jahre. Auf meiner For You-Page finden sich ja natürlich auch die meisten Gäste, die hier gesessen sind. Aber eben auch deine Clips, die mich immer wieder zum Schmunzeln oder teilweise auch sogar zum Lachen bringen. Aber fallen dir diese Geschichten einfach so ein? Oder woher kriegst du deine Inspiration? Sie fallen mir eigentlich schon einfach nur so ein. Es ist halt einfach aus der Erfahrung. Ich glaube, ich versuche oft Content zu machen, wo ich das Gefühl habe, da können dann andere relaten oder andere Jugos vielleicht auch relaten. Okay. Wie lange brauchst du dann für so einen kurzen TikTok? Es kommt drauf an, wenn es dann irgendwie nur so ein Voice-Over ist mit so einer Audio, das ist dann in 5 oder 10 Minuten fertig. Aber wenn es dann so Sketches sind mit Untertitel, die Untertitel sind die schlimmsten, das einfügen, weil die App meinen Dialekt nicht erkennt. Oh. Und dann muss sie das immer selbst reinschreiben. Kärntner halt, gell? Ja, da steht immer keine Sprache erkannt. In einem letzten Clip, den ich mal von dir angeschaut habe, da ging es um Eiwar. So wie der Österreicher quasi sich den Eiwar, diese Paprikasauce auf den Tisch haut und wie du es löffelst. Und ich habe mir gedacht, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Bitteschön. Bis wir fertig sind mit dem Interview, muss das auch leer sein, bitte. Um welches Video es geht, schauen wir uns jetzt an. Dankeschön, ich nehme mir hier ein bisschen. Selbstgemacht, gell, von deiner Tante. Na, das reicht vollkommen. Na, dankeschön, danke. Also wie viel Eiwar hast du in deinem Leben schon verdrückt? Boah, keine Ahnung, aber ich sag's dir, so den Tegel schaffe ich, wenn ich langsam bin, 2 Tage. Aber isst du das wirklich pur? Na. Ich habe mal nur mit 2 Österreicherinnen zusammen gewohnt in einer WG. Und da habe ich eben, meine Tanten machen den selbst, den Eiwar. Und ich habe denen dann extra noch mal so 2 mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich zeige denen jetzt mal richtigen serbischen Eiwar. Mhm. Und die haben den einfach nicht gegessen, weil ich glaube, die warten auf irgendeinen Grill und Cevape. Und ich habe das ja dann mit Brot dann einfach selbst in den nächsten 3 Tage aufgegessen. Und die wollten es ja auch gar nicht ausprobieren. Deswegen hatte ich ja dann noch die Idee für das Video, weil die haben dann auch so ein bisschen probiert, wirklich so mit einem kleinen Löffel. Mhm. Und wir essen das ja richtig so. Ja, stimmt. So am besten zu Cevapcici irgendwie. Ich weiß ja. Aber ich mag es auch einfach so mit Brot, dieses selbstgemachte. Mh. Wir haben ja ein Vorgespräch geführt und da haben wir auch natürlich auch ein bisschen abgetastet, in welche Richtung könnte das Ganze gehen. Mhm. Du hast mir erzählt, als Kind wolltest du eigentlich nie so in eine Schublade gesteckt werden, wo du irgendwie auch Probleme hattest, deine Herkunft auch irgendwie zu verraten oder das nach außen hin zu transportieren. Mhm. Woher kommt das? Naja, ich bin ja in Kärnten geboren und aufgewachsen, in Klagenfurt. Mhm. Und ich glaube, das war einfach, weil da nicht so, das war nicht einfach so tolerant, habe ich das Gefühl. Ist es vielleicht wegen jetzt keiner, meinst du jetzt? Aber ja, auch er, ja. Aber der war immer so nett. Zu dir? Der hat immer so lieb gegrüßt, sagen die Leute immer. Aber ich habe mir einfach immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, immer wenn ich was falsch mache, dann ist es ja typisch Jugo. Oder immer wenn, okay, jetzt machst du mal ein bisschen Fehler beim Deutschaufsatz, ja, weil du Jugo bist. Also. Aber bei den Österreichern, die schlecht im Deutschunterricht sind, wird nichts gesagt. Und das war einfach immer alles, was du falsch machst, das war immer Jugo, typisch Jugo. Und deswegen habe ich dann immer versucht, so ein bisschen mehr wie eine Österreicherin zu sein. Du meinst die Österreicherin mit Familiennamen Jovanovic? Ja, das musst du ja nicht dazu sagen. Wann hast du dich dann dazu entschlossen, wirklich in die Offensive zu gehen und zu sagen, nein, ich stehe dazu, wer ich bin? Erst in Wien. Da war ich aber schon ein paar Jahre in Wien, weil, wo ich mit Comedy angefangen habe, wollte ich nämlich auch nicht in diese Jugo-Schublade gesteckt werden. Mhm. Ich wollte einfach nur eine normale Comedian sein und war, muss ich ehrlich sagen, ein ziemlich
derb, so, hab viel über, was, was darf man da jetzt sagen? So, viel über Sex und so feiern und saufen und so, einfach richtig derb geredet. Und irgendwann habe ich dann mit der Zeit einfach gelernt, okay, das Jugo, das ist nichts Schlechtes. Ja. Das habe ich erst in Wien gelernt und das hat da ein paar Jahre gebraucht. Mhm. Dass das einfach dazugehört, es ist nicht schlecht, aber das zu lieben und da stolz drauf zu sein auf meine Wurzeln, das habe ich erst wirklich später gelernt. Und jetzt habe ich es dann einfließen lassen in meine Comedy. Jetzt weil profitierst du davon quasi. Yes. Ich nutze das voll aus, vor allem auf TikTok. Mama, gib mir irgendeinen depperten Spruch, bitte, bitte, bitte. Ich brauche einen neuen Sketch. Ja, voll. Ich telefoniere nur mit meiner Mama für Inspiration. So mehr. Aber wie ist es, wenn du nach Bosnien kommst? Ich meine, bist du dort dann die Ausländerin? Ja, das war mir aber schon immer. Mhm. Aber ich fahre jetzt nicht mehr so oft runter, seitdem ich in Wien wohne. Mhm. Weil es zu weit weg ist. Weil es da zu weit weg ist und auch mit Arbeiten und so, da muss ich mir immer 3 Tage extra frei nehmen, dass ich da mal da hinkomme. Weil aus Klagenfurt ist ja eben näher runterfahren. Aber ja, man war glaube ich schon immer, da ist man der Jugo und ist man Schwabo. Also. Hast du nicht auch das Gefühl, wenn du nach Bosnien fährst, die glauben halt wirklich, wir hackeln nichts von unser Geld. Wir hackeln nichts dafür, wir verdienen es so. Achso, dass wir in Österreich nichts dafür hackeln? Genau, genau, genau. Aber die unten, denen geht es immer so schlecht und... Ich glaube schon, dass wir schon hart arbeiten, die Jugos generell. Aber ich glaube einfach, dass das denen halt so versprochen wurde, auch im Ausland oder halt in Österreich, Deutschland, da ist das dieses Traumleben. Mhm. Und deswegen glauben die halt, dass wir da wie die Könige leben. Aber ich glaube schon, dass sie halt unten... Ich glaube, dass viel Mindset da mitspielt. Ja, natürlich, unten, ja. Dass man sich gern in die Opferrolle vielleicht steckt. Aber wie gehst du damit um, wenn dir so einer gegenübersteht und ja, euch in Österreich geht es ja eh voll gut. Das hast du sicher schon mal gehabt. Ja, ja, ich habe ehrlich gesagt irgendwann aufgehört, mit den Leuten dann zu diskutieren. Aber ich kann halt nichts sagen, weil ich habe es ja irgendwie leichter gehabt. Ich wurde ja da geboren. Aber ich weiß nicht, ich habe aufgehört, ewig lang schon mit solchen Leuten zu diskutieren. Aber wäre vielleicht auch mal eine Idee für so ein kurzes Video oder für so ein Stand-up-Programm. Ja, da regen sich dann wieder alle auf und so. Ja, dann habe ich die Österreicher, die mich hassen, und meine eigenen Jugos. Na, aber ich habe auch ein Video von dir gesehen auf TikTok. Lackschein, sage ich nur. Ja. Ich lieb's. Grüß Gott, willkommen in der Bankfiliale Mariahilfer Straße. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Grüß Gott, mein Name ist Milica Todorovic. Ich habe Frage, bitte haben Sie Lackschein? Wissen bitte? Sie? Was? Paar Lackschein, diese rote. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Paar diese rote Zettel. Wissen Sie, was ich. Kako sa daje kažem? A, pa sad čekajte malo, vi mislite Lackschein? Ti si našao pičku materinu, zašto nisi odmah rekla jebote? Aber kriegst du da vielleicht auch Hate-Kommentare? Weil du fahrst ja eigentlich dann doch so ja, die Menschen, denen du angehörst. Na, da habe ich, zudem habe ich kein Hate bekommen, weil ich habe nämlich auch solche Jokes in meinem Live-Programm dann auf der Bühne. Mhm. Aber ich glaube, da kriege ich keinen Hate, weil vor allem junge Leute auf TikTok sind, das sind halt so wie wir jetzt, die Kinder. Ich glaube, wenn die Eltern das sehen würden, die wären vielleicht ein bisschen pissed. Aber die verstehen es ja nicht. Ja, ich habe auch so einen kleinen Auszug. Meine Tante zum Beispiel sagt auch, sie kann Eichhörnchen nicht aussprechen. Ja. Und sagt, sie war Eichhörnchen nicht. Also. Oder Straßebahn. Straßebahn. Hausmeister. Arbasant. Kennst du das? Nein. Für Arbeitsamt. AMS. Wie sagst du nochmal? Arbasant. Arbeitsamt. Arbeitsamt ist bei mir. Arbeitsamt. Also na, bei uns ist Arbasant. Ja. Ich meine, ja, es ist eine schöne Vorlage, auch Comedy zu machen. Ja, oder? Sie ist halt so aufgelegt. Oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt stehst du auf der Bühne, wirst gebucht oder hast auch deine Abende. Aber wie bereitet man sich auf so einen Abend vor? Gerade eben, wenn man mit Klischees spielt und gerade wenn man so kleine Auszüge aus seinem eigenen Leben mit reinpackt. Mhm. Also ich habe ja schon ein fertiges Programm. Das heißt, wie viel Zeit ich halt habe, da schaue ich, dass ich mir da einfach was rausnehme. Mhm. Beziehungsweise spiele halt dann das ganze Programm einfach, das kann ich ja schon auswendig. Das spiele ich dann halt einfach runter. Aber so mit den Klischees, also wenn ich neue Jokes schreibe, da habe ich dann schon manchmal Schiss, ob da nicht meine eigenen Leute mich dann auch hassen, also ob es nicht zu weit geht. Mhm. Aber das sind dann halt so Sachen, die muss man dann mal ausprobieren, ein paar Mal auf so offenen Bühnen und dann schauen, wie es ankommt. Und, ja. Aber ist es heutzutage cool, Jugo zu sein? Es gab ja früher dann doch so eine Zeit, wo man eben von dir selbst aus gesehen so irgendwie, man möchte jetzt kein Jugo sein und ich möchte mich extrem integrieren, weil wir so unbeliebt sind.
Wie hast du das Gefühl jetzt aktuell? Also ich glaube, dass jetzt vor allem die Jungen, dass es schon irgendwie cool ist, dass man irgendwie einen Migrationshintergrund hat oder so zu tun, als wäre man, so wie die Jungen reden mit Brate und Habibi und so. Und das sind machen das, aber auch vor allem Österreicher. Aber das ist irgendein Thomas, ist das dann. Ja, genau. Ja. Ich kenne das. Woher kommst du? Österreich, Wien-Donaustadt. Ja, genau. Ja. Wie? Und das sind aber die, die mich am meisten aufregen, weil die nutzen so dieses Coolsein von uns Jugos, heißen aber trotzdem Thomas Müller und kriegen dann überall eine Wohnung in Wien. Also, die haben mit Rassismus und so niemals was am Hut gehabt und das regt mich dann halt schon auf. Aber ich bin eher fasziniert oder gleichzeitig auch geschockt, weil der ist hier geboren, der ist hier aufgewachsen in einer österreichischen Familie und dann redet er wie einer, der vor 5 Jahren nach Österreich gekommen ist. Und ich denke mir so, was hast denn du für eine Schulbildung genossen? Also, mich nervt es auch, aber wenn wir Jugos so reden, dann sind wir wieder die scheiß Ausländer. Genau, und wir sind nicht integriert. Ja, genau, und die lernen kein Deutsch. Und ich habe früher einfach alles getan, damit man den Jugo da nicht rauszieht und vor allem mit meinem Dialekt. Also das hast du aber gut geschafft, finde ich. Oh, danke. Das war meine Lebensaufgabe damals in meiner Jugend. Okay. Ja, genau. Und jetzt gehe ich wieder voll die Tschuschen-Schiene. Also ein bisschen Abwechslung muss sein, oder? Ja. Aber auch gerade auch in der Comedy-Branche, ich meine, nachdem ich ja bei Puls 4 war und auch dort viel mit Comedians zusammenarbeiten durfte, es gab wenige mit Migrationshintergrund, also wenige quasi, die die große Bühne auch bekommen haben, die Migrationshintergrund haben. Ist das jetzt auch gerade im Kommen? Wie siehst du das? Ich meine, du hast jetzt auch schon einige Medienauftritte hinter dir, warst am ORF zu sehen, FM4 und Co. Also wird das jetzt mehr? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, also ich glaube, dass das wir versuchen jetzt ein bisschen wegzugehen von diesem typischen österreichischen Kabarett, wo halt was sehr männerlastig ist und sehr österreichische männerlastig ist. Und jetzt in der Stand-up-Szene gibt es schon sehr viele bunt durchgemischt, also mit Migrationshintergrund. Wenig Frauen, muss ich dazu sagen. Immer noch leider, oder? Ja, also es ist noch immer sehr männerdominiert. Und, aber es ist schon jetzt vor allem in der jungen Szene sehr durchgemischt. Auch queer people und so, also alles. Die sich dann auch selber auf die Schippe nehmen. Ja, aber ich glaube, dass wir dann jetzt mal so richtig die große Bühne kriegen, jetzt vor allem in Österreich, das ist, glaube ich, das braucht man noch ein bisschen, weil zum Beispiel ORF geht halt da lieber auf Nummer sicher mit den alten Kabarettisten und wir müssen halt schauen, dass wir uns selber was aufbauen oder halt TikTok oder so, Social Media. Hast du da ein Vorbild? Also auch jetzt nicht zwingend mit Migrationshintergrund, aber eine Frau zum Beispiel. Ja. Also ich bin großer Fan von den Deutschen, also einfach typisch. Also Basic Caroline Kebekus, ich mag das, dass sie sehr feministischen Content hat. Auch zum Beispiel Enisa Amani finde ich geil. Also ich bin da ein großer Fan von. Ich meine, Hazel Brugger mag ich, die ist halt jetzt Schweizerin. Aber, aber ich finde, dass die Caroline Kebekus da auch ihre Plattform und ihre Reichweite nutzt, dass sie da so ein bisschen feministischen Content raushaut. Ja, vor allem, ich glaube, sie hat sich das auch wirklich hart in den letzten Jahren erarbeitet, auch diese Plattformen zu haben, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist es auch nicht gang und gäbe, dass dann eine Frau dann ihr eigenes Showprogramm hat. Vor allem für sie war das ja, glaube ich, noch schlimmer. Das ist ja, ich weiß nicht, wie lange sie das schon, sicher 20 Jahre oder so macht. Und damals war es ja, wenn man sich jetzt überlegt, jetzt ist schon noch immer Männer dominiert, wie es damals war. Was sie da in Interviews erzählt hat, der hat da richtig schreien müssen, dass die Leute ihr mal zuhören. Also, dass sie sich da einfach durchgekämpft hat und es geschafft hat, das finde ich ziemlich cool. Also, das ist so ein bisschen mein Vorbild. Aber auch cool, also, wenn wir einfach auch mehr in dieser Comedy-Schiene auch vertreten sind. Ich glaube, das ist einfach die reale Welt und die halt Österreich auch widerspiegelt doch ein bisschen, oder? Ja. Aber auf dem Weg zur Comedian, wie kritisch sehen das deine Familie oder deine Eltern? Ich meine, ich weiß es bei meinen Eltern, als ich dann gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job als Bürokaufmann und gehe jetzt zum Fernsehen für ein Praktikum zuerst. Bist du deppert? Ja. Glaube ich das sofort, ja. Wie war es bei dir? Naja, solange ich noch einen Vollzeitjob daneben habe, ist, glaube ich, alles gut. Die nehmen das auch nicht so ernst. Also das ist dann so, und so. Ich muss dazu sagen, wo ich dann die 2-3 Mal im Fernsehen war, dann waren sie schon sehr stolz und haben dann wohl Fotos gemacht und so. Aber das passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag, aber sie nehmen es nicht so ernst. Also das heißt, stolz, wenn du im Fernsehen bist, wurscht, wenn du nicht auf dem Fernsehen bist. Du, ich glaube, stolz, solange sie irgendwie damit prahlen können mit ihrem Kind und zeigen können. Und aber was sagen sie da ihrer Familie? Ja, meine Tochter ist auf der Bühne und ist Comedian und so. Also sie wissen schon, alle glaube ich, dass ich Stand-up-Comedy mache
Und das mit dem Fernsehen, mein Papa hat ja gleich ganz am Balkan Fotos geschickt. So, also, ist im Fernsehen, wir sind reich, also, habe ich gesehen. Ja, wirklich, wir sind reich. So, ja. Alle Jobs gekündigt jetzt unten. Und sie warten auf die erste Überweisung. Ich weiß, ich war so, hallo, was ist jetzt? Ich glaube, sie sehen es vielleicht einfach so als Hobby nebenbei. Mhm. Mhm. Nicht, dass sie es wirklich anstreben. Aber für dich ist es halt wirklich anstreben. Ja, ja, ja. Also ich habe meinem Vater mal gesagt, weil er hat gesagt, was soll das für ein Scheiß und so und hör auf mit dem Blödsinn, vor allem am Anfang und so, was das so. Vor allem, wenn ich ihnen dann von irgendwelchen Chancen erzählt habe, wenn ich dann angefragt wurde für ein Casting oder so. Und für die war das einfach so weit weg und einfach, ja, so unrealistisch. Ja, die haben gesagt, du nicht so blöd, du warst so, Casting, was bist du jetzt mit dem Blödsinn? Statt Ludic. Ja, ja, statt Stamo und so. Und dann, weißt du, wenn ich dann genommen werde und dann erzähle ich ihnen von den Gagen und dann ist so, oh, Papa, du bist ja mal. Schau, dass du da irgendwie fix reinkommst. Ganz auf einmal ist das. Am besten einen Vertrag unterschreiben, dann bist du gebunden. Ja, ja, das wollen sie dann. Das wäre ihnen am liebsten. Also, ja, fix irgendwie 5.000 Euro netto im Monat. Also. Aber wo geht die Reise jetzt noch bei dir hin? Ich meine, du eroberst jetzt immer mehr und mehr auch die Wiener Bühne und die Wiener Szene. Wie geht's weiter dann? Welches Programm strebst du dann als nächstes an? Auf TikTok hoffe ich sehr, das macht mir sehr viel Spaß. Ich finde das richtig witzig, auch so kurz immer was, so Videos rauszuschmeißen. Deutschland bin ich mal ein bisschen unsicher. Ich habe es jetzt mal probiert in Berlin und München. Mhm. Erstens einmal mit meinem Dialekt, also ich meine, in München geht es noch. Aber was ich voll schade finde, und das habe ich nicht gewusst, dass wir Jugos in Deutschland nicht so, also so groß sind, gell? Echt nicht? Nein, weil... Na, vielleicht nicht in der breiten Öffentlichkeit vertreten, naja, aber es sind schon einige oben. Ja, schon, das schon, aber es ist nicht so... Weißt du, oben sind es ja dann mehr die Kanaken, die Türken, die, also wenn in der Stand-Up-Szene die jetzt reden, ich bin Kanake und ja, so. Ja, voll. Und wenn du dann oben kommst mit Jugo, also du musst dann schon... Sehr klischeehaft arbeiten, ja, und oder? Auch so viel mit dem Wort Ausländer und so. Also zum Beispiel die Klischees, dass Bosnien, Serbien, Kroaten, Serbien... Das checken sie gar nicht, die oder? Die checken sie überhaupt nicht. Ich habe ja so einen Witz, weil ich ja halb-halb bin. Mhm. Das ist sofort bei denen vorbeigegangen. Aber woran liegt das? Weil die Türken einfach so überpräsent sind. Ja, ich glaube, das ist so deren... Das sind deren Tschuschen. Aber es ist, glaube ich, noch genug Platz, zumindest jetzt in Österreich, dass du dich jetzt mal hier ausbreitest. Ja. Und wenn du groß genug bist, dann ja. Die große, weite Welt und ja. Dann die Weltherrschaft. Und dann kaufe ich meinem Papa einen Mercedes und dann nimmt er das dann auch ernst. Das ist auch so typisch, Jugo. Entweder BMW oder Mercedes, oder? Aber es ist so. Ich habe ihm das gesagt. Er hat zu mir gesagt, er hört mit dem Blödsinn und dass der nimmt das nicht ernst. Vor allem hat er sich ja mal Sorgen gemacht, dass ich Witze über die Familie mache und so. Ja, das hat meine Mutter leider auch letztens, als ich dann irgendwann in der ersten Staffel von den Jugos irgendwas über meine Eltern gequatscht habe und sowas. Wieso tust du das? Ich habe nichts Böses gesagt. Ja, ihr habt ein fettes Haus in Bosnien stehen, ja. Das unbewohnt jetzt ist. Wofür? Ja, ja, aber ich habe kein Foto von dir herzeigt, keine Sorge. Ich habe wohl auch ein paar Jokes live auf der Bühne über meine Eltern, vor allem über meinen Vater. Und der hat dann auch gesagt, ich soll so ein bisschen aufpassen, was ich rede und... Und da habe ich ihm eh gesagt, ich kaufe dir dann Mercedes und dann ist gut. Er ist okay. Na gut, okay. Wenn ich dann Fame bin, dann wird es schon passen. Ich meine, wir reden die ganze Zeit über Klischees, aber worin siehst du die größten Unterschiede zwischen Jugos und Österreichern? In der kulturellen Geschichte, im Benehmen her, in Exzessen? Naja, ich glaube, da treffen schon die Klischees dann zu, dass wir einfach viel offener sind, lauter, zu spät kommen. ja, und auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist etwas, was ich sehr mag an uns Balkaner. Einfach, dass wir, das sind jetzt wir und so, aber manchmal halt auch sehr, nicht so sehr tolerant und nicht ganz so weltoffen. Die Österreicher oder die Jugos? Wir, voll. Ja. Aber gerade wir, von denen man es eigentlich erwarten sollte, dass wir so weltoffen sind, oder? Weil wir ja dann doch eine größere Wanderung hinter uns haben als die Österreicher halt. Ich habe mir immer gedacht, weil wir einfach so von der Art her, uns wird ja immer nachgesagt, wir sind so offen und so, so lustig und so laut. Und da nimmt man eigentlich an, okay, wir sind dann auch toleranter, weil einfach gleich mit jedem auf Spaß und Rakia und so. Aber ich glaube, wir sind da sehr, sehr religiöses Land oder sehr religiöse Leute und das dauert dann vielleicht ein bisschen. Und ich glaube, auch beim Saufen sind wir, glaube ich, Weltmeister, oder? Naja, die Österreicher haben Lanz am Tag. Wirklich? Wie viel wird da gekübelt? Naja, die fangen ja schon mit 14 an zum Saufen und so. Wir haben ja nichts gehabt, nichts anderes. Ja, du hast ja nichts zum Tun am Land. So.
Stall aus müsst ihr uns saufen gehen. In Wien sind sie alle mit 12 schon am Kiffen und ich. Kann man das eh rausstellen, gell? Also, okay, in Wien mit den 12 gekifft und am Land mit 14 gesoffen. Gesoffen, ja. Und wo steuert unsere Gesellschaft hin, hätte ich jetzt nur gefragt. Egal, Climate Change holt uns schon ein. Ina, dann vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Das war eine coole Möglichkeit, dich endlich hier kennenzulernen, ja. Nachdem ich jetzt ganz viele TikToks von dir gesehen habe. Und ich freue mich auf ganz weitere TikToks. Und ich verspreche dir, beim nächsten Programm irgendwo auf irgendeiner Bühne bin ich dabei. Yes. Danke fürs Kommen. Danke und hoffentlich dir. Bis zum nächsten Mal. Ja.